Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um diesen IKEA Knockholt Küchenunterschrank mit einer Schublade und zwei Auszügen. Ich zeige dir, wie dieser zusammengebaut wird und auf was zu achten ist. Für die Montage dieses Schrankes benötigst du die Anleitung, einen Akkuschrauber, einen Hammer, am besten zwei Schraubzwingen, einen Schlitzschraubendreher, einen Kreuzschlitzschraubendreher und einen Maßstab. Jetzt mal mit den Seiten, und zwar haben die Seiten vorne eine gute Kante und hinten haben die eine hohe Kante mit einer Ausfräsung. Hier kommt nachher die Rückwand drauf. Wir legen jetzt die Seite einmal so hin, dass die gute Kante zur guten Kante schaut. Diese Verbindungsstifte werden wir jetzt einmal genau hier einbringen, und hier unten muss auf jeden Fall das so sein, dass ihr hier zwei Bohrungen habt. Dann könnt ihr sicher sein, dass ihr unten habt, und dann setzen wir diese einfach mal hier an, wo sie reinkommen. Und bevor wir diese jetzt reinschrauben, achten wir darauf, dass wir diese gerade reinschrauben und nicht schräg. Und so weit, dass diese Auflegescheibe oder Unterlegscheibe, nenne ich es jetzt mal, komplett auf dem Dekor hier aufliegt, und dann ist das auf jeden Fall richtig verschraubt. Wenn wir die Seite jetzt einmal anheben, sind hier unten schön die Löcher. Wir haben dann hier solche Muffen. Diese Muffen schlagen wir jetzt hier unten mit dem Hammer einmal ein, das auf jeder Seite. Und dann haben wir hier so Stellfüße, und diese Stellfüße schrauben wir ebenso einmal komplett rein. Mit diesen Füßen richten wir nachher das ganze Möbelstück einmal aus und haben dann genug Spiel und können das Ganze dann einmal rausdrehen. Dann kommen wir zur Montage der Führungsschienen an die Seitenteile. Hier haben wir jetzt immer pro Pack 4 Stück. Das bedeutet, diese Führungsschienenteile mit dieser Aufkantung hier, das sind die, wo an die Schublade oder an den Auszug dran kommen. Diese legen wir beiseite. So, und jetzt müssen wir die natürlich richtig montieren. Das heißt, hier ist unten, hier ist oben. Diese Schienen müssen genau so hin, dass wir von oben hier die Schublade einhängen können. Also die Rolle ist sozusagen unten. Und dann starten wir bei diesen drei oberen Löcher hier, richten diese so aus. Das wäre die Nummer 1. Dann sind wir hier mittig von diesen drei Bohrungen einmal mittig. Das wäre dann einmal so. Und dann kommen wir noch ganz unten mit diesen dreien. Hier würde ich das jetzt so hinmachen, wäre falsch. Ich muss die andere Biegung haben. Das bedeutet, das ist auch eine falsche. Das wäre eine richtige, wo die Rolle unten ist. Würde ich das jetzt so montieren, dann ist die Rolle oben, das wäre falsch. Also die muss auf jeden Fall unten sein. Hier ist unten und würde dann genau so aussehen. Das gleiche machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Einmal so. Einmal so.
und ganz oben noch. So, jetzt haben wir hier verschiedene Madenschrauben, und zwar haben wir hier lange und kurze. Wir brauchen hierzu die kurzen. Davon haben wir auch viel mehr, von den anderen nur vier, die sind für was anderes geeignet. Wir nehmen jetzt einfach mal die kurzen und schrauben das Ganze hier fest. Als nächstes nehmen wir diese Winkel hier, das sind die Befestigungswinkel, wo wir den Schrank nachher an der Wand befestigen können, und verwenden hier die äußeren Löcher und schrauben mit den längeren Madenschrauben, von denen haben wir nur vier Stück, mit so einem großen Flachkopf, schrauben wir diese jetzt einfach fest. Einmal links und einmal rechts. Dann werden wir jetzt eine Seite mal wegstellen. Diese brauchen wir gleich wieder. Wir nehmen uns dann diesen Boden hier. In diesen Unterboden kommen hier jetzt diese Schnellverbinder rein. Wir haben jetzt einmal die weißen aus Kunststoff und die aus Metall. Wir verwenden hierzu diese aus Metall. Davon haben wir vier Stück. Wir stecken diese einfach ins Loch rein. Hier seitlich ist die Schnittkante, einmal links, einmal rechts, und hier haben wir einen Pfeil, und dieser Pfeil muss Richtung Schnittkante zeigen. Genau so stecken wir das Ganze hier einmal rein, und dies machen wir natürlich mit allen vier. Den Unterboden stellen wir jetzt einfach mal auf, und hier sehen wir jetzt schon vier Löcher. Diese vier Löcher sind für die Verbindung, für die Seite gedacht. In das äußere Loch, hier haben wir die Schnellverbinder drin, hier kommt nachher der Verbindungsstift rein und verbindet sich hier mit den Schnellverbindern, wenn wir hier zuziehen. Und in das innere Loch kommen jetzt Dübel, und zwar haben wir hier die dünnen Dübel und die dicken Dübel. Wir verwenden hier jetzt die dicken Dübel, wir stecken die jetzt hier ein und klopfen noch etwas mit dem Hammer nach, dass diese ganz drin sind. Das gleiche machen wir dann auch auf der anderen Seite. Jetzt nehmen wir uns den Boden, und wir haben hier die zwei Dübel. Die kommen genau hier unten in diese zwei Löcher, und in die nebendran kommen dann diese Verbindungsstifte. Wir schauen jetzt nochmal, dass die Kante vorne ist, genauso wie hier, und die Verbinder, die Schnellverbinder, zeigen nach unten, also nicht so rum, sondern die gute Seite zeigt nach oben. Und so stecken wir das Ganze jetzt einmal hier ein. Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher drehen wir den Schnellverbinder einmal nach rechts, und dieser schließt dann unsere Verbindung. Als nächstes nehmen wir uns dieses Sockelstück, hat unten eine Kante, ringsum hat es keine Kanten, hat links und rechts jeweils zwei Löcher. Hier stecken wir wieder die dickeren Dübel rein, klopfen etwas nach. Und dann haben wir hier unten zwei Löcher. Hier stecken wir das Ganze einmal so ein, dass die Kante nach unten schaut. Andersherum würde auch gehen, aber wenn es möglich ist, würde ich die Kante auch nach unten wegen Aufquellschutz machen. Und dann drücken wir das Ganze hier einmal rein und weiter geht's. Jetzt nehmen wir uns diese zwei Streben mit diesen zwei sichtbaren Löchern, und dann haben wir hier wieder die dicken Dübel, und je Seite kommt hier einer rein. Und diese Streben kommen jetzt hier rein, einmal so. Und einmal hier, Schnittkante nach innen. Jetzt nehmen wir die Gegenseite, legen diese ebenso spiegelverkehrt hier drauf und schauen, dass die Verbindungsstifte hier in die Löcher gehen und die Dübel ebenso. Und dann können wir das ganz leicht einmal reinklopfen.
Als nächstes werden wir diese Schnellverbinder hier links und rechts einmal zuziehen, genauso wie wir es unten gemacht haben. Oben haben wir dann hier zwei Löcher, und zwar die Verbindung zur Strebe. Wir haben hier so lange Schrauben und einen beiliegenden Schlüssel, und diese Schrauben schrauben wir jetzt hier einmal rein. Am besten so fest reindrehen, dass diese bündig sind, wenn ihr jetzt einen Schrank noch neben dran habt, dass ihr hier keinen Abstand kriegt durch die Schraube, also durch den Schraubenkopf. Deswegen wäre es auf jeden Fall sinnvoll, diesen bündig reinzudrehen. Jetzt kippen wir das Ganze einmal 180 Grad rum und schrauben die anderen zwei Schrauben ebenso oben in die Strebe. Jetzt stellen wir den Schrank einmal aufs Gesicht, also auf die Vorderkante. Dann nehmen wir die Rückwand, und zwar haben wir hier die gute, die beschichtete Seite und einmal die schlechte Seite. Die schlechte Seite kommt nach hinten und die Rückwand kommt einmal ganz nach unten bis zum Anschlag. Und dann machen wir erstmal eins, und zwar müssen wir schauen, ob der Schrank im rechten Winkel ist. Entweder legt ihr euch hier einen Winkel an, einen großen, um zu schauen, ob das ein rechter Winkel ist. Ich messe einfach immer die Diagonale, das heißt von der Außenkante bis zur Außenkante. Hier habe ich jetzt 96,4 und die andere Diagonale habe ich 96,2. Also bei mir passt es nicht. Das heißt, hier muss ich länger werden, somit werde ich diese zwei Kanten einmal zusammendrücken, ganz leicht, und somit werde ich den Winkel hier etwas ändern. Jetzt messe ich einfach nochmal nach. 96,3 und 96,3. Das passt perfekt. Somit können wir jetzt unsere Nägelchen nehmen und einen Hammer, und dann werden wir die Rückwand erstmal ein etwas ausrichten, also unten legen wir sie komplett an und links und rechts vermitteln wir die Luft, wo hier jetzt noch vom Schrank da ist, und dann setzen wir einfach mal unten in der Ecke einen Nagel. Schaut aber darauf, hier haben wir eine gewisse Stärke, und dass wir hier ungefähr mittig kommen, also nicht zu weit nach innen und außen versetzen. Und wenn ihr schräg rein nagelt, dann kann es sein, dass das Dekor in diese Richtung ausbricht. Das soll natürlich auch nicht sein. Deshalb hier bitte vorsichtig sein. Und machen wir hier gleich gegenüber den Nagel rein. Machen hier oben einmal links und einmal rechts den Nagel. Ich habe hier jetzt vom Gesamtmaß einfach mal in die Mitte eingemacht, und davon machen wir nochmal einen in die Mitte, und das machen wir links und rechts. Das reicht auf jeden Fall aus. Wir haben hier auf jeden Fall mehr Nägel dabei, als wir brauchen. Hier unten gehen wir auch einfach mittig und davon auch nochmal mittig. Könnt ihr den Rest noch reinhauen, aber viel zu viel sind hier dabei. Das ist immer das gleiche Päckchen von großem und kleinen Schrank. Deswegen, ja, müsst ihr nicht, könnt ihr aber, entscheidet ihr einfach selber. Jetzt können wir den Schrank einmal richtig aufstellen. Dann kommen wir auch schon zur Arbeitsplatte. Diese Kante ist natürlich vorne. Hier bei dieser vorderen und hinteren Strebe haben wir jeweils zwei Löcher. Durch diese Löcher schrauben wir die Arbeitsplatte nachher fest. Jetzt richten wir diese erstmal aus, so wie wir sie benötigen. Das heißt, ich kann sie natürlich auf der linken Seite bündig machen, auf der rechten Seite bündig, oder ich kann sie vermitteln. In meinem Fall, ich brauche sie vermittelt. Ihr müsst das selber schauen, wie ihr das braucht. Habt ihr eine ganze Unterbau-Küchenzeile, dann würde ich auf jeden Fall raten, zuerst den Unterbau komplett zu stellen und dann jede Arbeitsplatte nacheinander drauflegen, anpassen und dann festschrauben. Bei mir ist es jetzt ein Einzelstück,
Deswegen werde ich das jetzt einfach mal hier vermitteln, so wie ich es benötige. Einmal links, einmal rechts messen. Hinten habe ich es bündig gemacht und dann am besten eine oder zwei Schraubzwingen und dann einfach vorne einmal sichern, damit einfach nichts mehr verrutschen kann beim Schrauben. Hierzu verwenden wir diese Senkkopfschrauben hier und schrauben die Arbeitsplatte somit einmal fest. Den Schrank stellen wir mal beiseite. Jetzt kümmern wir uns um die Schublade und um die Auszüge. Als nächstes nehmen wir uns mal die Vorderstücke. Das heißt, das sind die Auszüge und das ist die obere Schublade. Wir legen die jetzt so hin, dass die Nut unten ist für den Boden sozusagen. Und dann haben wir hier wieder diese Verbinderstifte. Und hier bei der Schublade kommt das hier in die oberen Löcher links und rechts rein. Und hier bei den Auszügen haben wir es einmal ganz oben und das zweite Loch von unten. Genau so schrauben wir das Ganze jetzt einmal fest. Jetzt kommen wir zu den Seitenteilen. Das sind die zwei Seitenteile von der Schublade und das sind die vier Seitenteile von den Auszügen. Wir haben jetzt hier diese Kunststoff-Schnellverbinder. Eben hatten wir die aus Metall. Jetzt verwenden wir diese aus Kunststoff. Wir haben hier wieder einen Pfeil. Dieser Pfeil zeigt wieder nach außen zur Schnittkante hin. Bei den Schubladenseiten machen wir das Gleiche. So, jetzt schauen wir mal die Seitenteile und zwar haben wir hier unseren Verbinder, hier kommt der Stift rein und hier machen wir jetzt einen Dübel rein. Das war's schon, auf der hinteren Seite passiert nichts, nur auf dieser Seite, wo der Verbinder sitzt. Dann können wir zum nächsten, hier ebenso Dübel rein. Bei den Auszugseiten, hier haben wir zwei freie Löcher, hier machen wir auch zwei Dübel rein. Die anderen passiert natürlich das Gleiche. Zuerst nehmen wir uns mal die Schubladenfront und die zwei Seitenteile. Wir haben hier jetzt drei Bohrungen und auf der Rückseite haben wir keine Bohrung. Diese drei Bohrungen sind außen und unten. Hier ist der Boden, somit ist das auch unten. Wir setzen das Ganze jetzt einmal so an. Stecken es hier rein. Die andere Seite ebenso. So rum. Und dann mit einem Schlitzschraubendreher drehen wir den Schnellverbinder hier einmal zu. Einmal links, einmal rechts. Und dann nehmen wir uns einen Boden, setzen den Boden so ein, dass natürlich die schlechte Seite unten ist und die gute Seite oben, also innen. Wenn dieser hier drin sitzt, dann können wir das Rückteil nehmen, also die Rückwand sozusagen. Hier haben wir eine Nut, die Nut ist unten. Wir fädeln jetzt einfach die Rückwand hier ein. Und seitlich haben wir solche Aussparungen. Diese Aussparungen kommen jetzt einfach hier in das Rückwandteil rein. Einmal links, einmal rechts. So sieht das dann von oben aus. Also einfach so zusammenstecken und dann haben wir hier seitlich ein Loch. Hier haben wir diese Kunststoffdübel und diese Kunststoffdübel stecken wir hier einmal rein und mit dem Hammer klopfen wir diese
bis zum Anschlag dann komplett rein. Auf der anderen Seite ebenso. So, jetzt ist nur noch die, also der untere Boden sozusagen locker. Darum kümmern wir uns jetzt gleich. Wir stellen jetzt diese Schublade mal zur Seite und machen jetzt erstmal noch die Auszüge zusammen. Hier wieder Auszugsfront unten. Hier haben wir wieder die Verbinder. Die Bohrungen sind außen und unten. Wir stecken das Ganze so wieder rein. Auf der anderen Seite machen wir das Gleiche. Und ziehen das Ganze mit den Schnellverbindern hier wieder fest. Gute Seite nach oben. Dann kommt das Rückteil, die Rückwand sozusagen. Und dann seitlich passend machen. Drehen wir es auf die Seite und hier brauchen wir jetzt zwei von den Kunststoffdübeln je Seite. So, eigentlich können wir es gleich immer so stehen lassen. Und zwar kommen wir jetzt zu diesen Schienen. Diese werden wir hier jetzt aufschrauben und zwar sieht das Ganze genau so aus. Die Rolle ist hinten und oben und die Bohrungen passen natürlich hier mit den Bohrungen im Holz überein. Dann haben wir hier diese kleinen Madenschrauben und diese Madenschrauben verwenden wir jetzt, um diese Führungsschiene am Auszug und an der Schublade nachher zu befestigen. Das heißt, die Aufkantung ist jetzt hier unten und diese Aufkantung hält unseren Boden, dass der nach unten nicht weg kann. Dafür sind diese Aufkantungen jetzt gedacht. Rolle ist wieder hinten, Aufkantung unten, Löcher stimmen überein und dann schrauben wir das Ganze wieder fest. So. Der erste Auszug ist schon mal fertig. Kommen wir zum nächsten. Das ist jetzt eine falsche. Das ist eine richtige. Jawohl. Das war jetzt eine Schiene für die linke Seite. Wir brauchen aber für die rechte Seite. Also die sind unterschiedlich. Darauf müsst ihr natürlich achten. Aber das merkt man gleich, dass es nicht funktioniert. Wenn die Aufkantung auf jeden Fall unten sein muss, sieht man das gleich. So, die ist auch fertig. Kommen wir noch zur Schublade. Die wäre jetzt wieder falsch. Die ist richtig. Bevor wir die Schublade jetzt aber einhängen, haben wir hier noch solche Puffer. Diese Puffer können wir hier seitlich einmal aufkleben, einmal links, einmal rechts. Und diese bewirken dann beim Zumachen, ich hoffe man sieht es hier seitlich, beim Zumachen bewirken die einfach, dass das Holz nicht auf das Holz schlägt und somit laut ist, sondern dieser Puffer dämpft das Holz, also die Front, wo aufschlagt, auf den Korpus etwas ab, ist somit leiser. Genau, dafür sind die gedacht. Hier haben wir jetzt eine Rolle und hier haben wir eine Rolle. Diese Rolle müssen wir einfach über diese Rolle nach hinten drüber setzen. Das machen wir jetzt einfach mal. Also einfach drüber setzen, dann etwas hochgehen, reinschieben, runterlassen und fertig. Jetzt nochmal rausziehen, testen, ob sie drin ist. Und wenn sie drin ist, kann das so bleiben. Das gleiche machen wir jetzt auch mit den Auszügen. Unten aufsetzen, hinter die Rolle gehen, hoch, reinschieben, loslassen und nochmal testen. Das gleiche unten.
Das war nicht drin. Jetzt. So. Jetzt fehlen natürlich noch ganz wichtige Elemente, und zwar die Knöpfe oder die Griffe. Wenn ihr wissen wollt, wie man diese anbringt und bohrt, dann habe ich hierzu ein weiteres Video erstellt. Ich werde es oben einmal einblenden und unten in der Videobeschreibung einmal verlinken. Dann sind wir auch schon wieder am Ende mit diesem Video. Wenn das Video dir helfen konnte oder in irgendeiner Weise gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da, abonniere und teile meinen Kanal und sei auch das nächste Mal wieder dabei. Ich sage tschüss, bis bald beim Küchenkönig, dein Tobias.